Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu unserer Daily Dosis Ark mit Voucher und mit unserem Uralderle. Ich freue mich, dass ihr zurück seid. Ich weiß, die Otterzähmung steht auf dem Plan, tut sie auch weiterhin. Wir werden das so zeitnah wie möglich erledigen. Ich will allerdings hier noch ein kleines bisschen Vorkehrungen treffen. Zum einen, es kommen natürlich auch immer wieder die Rückmeldungen auf die Fragen in die Runde. Und wir hatten doch im Schnee oben eine Höhle gefunden. Da kamen die Rückmeldungen, hey, das Ding ist größer und gefährlicher, als es von außen aussieht. Und ich glaube, wir sollten uns jetzt mal ein Tier besorgen oder vielleicht zwei, mit denen wir solche Höhlentouren machen. Und ich habe mich jetzt für den Tyler entschieden. Mit denen hatte ich in der letzten Staffel, wo waren das, Leute? Wir hatten mal ganz viele Tylers, die hatten so einen Spaß gemacht. Wir holen uns ein schönes Pärchen, müssen wir natürlich dann in Redwood. Und ihr erinnert euch, im Redwood ist ja auch unser erster Otter, oben rechts auf der Map. Das heißt, das würde ich gerne miteinander verbinden und damit wir da nicht immer Probleme kriegen, deswegen erstmal die Heiltränke. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, und das machen wir heute geschwind, die Küche hier rüber zu setzen. Auf eins dieser beiden Türme kommt die Küche hin. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es anrichten will. Ich hole jetzt einfach mal die Küchenelemente zusammen. Aber jetzt kommt der nächste Punkt. Ich war gerade Stroh holen und gehe jetzt mit euch gleich noch Eisen holen. Wir brauchen für weitere Gewächshauselemente wieder Materialien und die müssen wir jetzt zusammen besorgen. Das werden wir heute alles so ein bisschen parallel angehen. Und dann kommen wir eine ganze Ecke weiter. Und wenn alles läuft, können wir Otter 1 im Redwood zusammen mit den Tylers holen. Dann rüber Asgard, den zweiten Otter, und dann bin ich schon wieder happy. Und dann machen wir diese Höhle da oben. Natürlich erst, wenn ich weiß, ob die Tylers stark genug sind. Also nochmal herzlichen Dank an der Stelle für eure Rückmeldungen. Ich bin sehr begeistert, wie ihr da mitmacht bei der Frage in der Runde. Das macht sehr viel Spaß, Leute. Und natürlich da auch, ich komme aber immer wieder mal drauf zurück, es kam auch nochmal nachträglich jetzt Infos zur Zähmung und zum Züchten. Und ich glaube, wir sind auf einem ziemlich guten Weg, das hier im Singleplayer auf der einfachsten Bossstufe hinzukriegen. So, jetzt habe ich wieder lange geschwallert. Ich weiß, aber ich schwaller jetzt noch eine ganze Ecke weiter. Ich mache mal Stroh hier rüber. Das habe ich besorgt. Das habe ich besorgt. Hier ist noch ein bisschen Altmetall. Ich will nämlich jetzt heute auch die Schmelzen hier wieder in Betrieb nehmen. Jetzt muss ich gerade mal ganz kurz gucken. Irgendwo hatte ich doch Metall reingestopft. Ja, hier läuft. Warte mal geschwind. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe was durcheinander gemacht. Ich habe da was vorbereitet. Habe ich das gelöscht oder was? Nee. Leute, ich habe Metall reingelegt. Ich weiß es. Ich guck noch mal langsam. Den habe ich auch schon hier hochgefahren. Ja, der sollte nämlich gleich mit uns los. Hm. Hier müsste normalerweise Metall drin sein. Hast du noch das Metall hier drin? Nö, der ist leer. Dann habe ich sie irgendwie, habe ich es verballert. Oder ich habe wieder irgendwas gebaut. Nee, da ist es. Da ist es. Alles klar, weil hier wollte ich nämlich jetzt ganz kurz die Hälfte rausnehmen und hier rüberschieben. Junge, Junge, weißt du, wie ich meine? Jetzt gehen wir nochmal kurz an unseren Ankommen-Schrank. Hier fehlt Holz. Alles klar, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Jetzt sind wir wieder auf Kurs. Bum, bum, bum. Want you in my Feuer entzünden rum. So, alles klar, wisst ihr Bescheid. So, Frank im Schrank, Ankommen-Schrank. Da schmeiße ich jetzt mal rein. Ha, ich muss im Frank sein. Frank braucht ein größeres Zuhause. Warte mal geschwind. Warten Sie einer mal geschwind. Wir machen jetzt im Frank noch einen Schrank. Dann hat er zwei Schrank. Ist es dann der Frank im Zweischrank? Ich weiß es nicht. Ich brauche einen Ankommen-Schrank im Moment. So, alles klar. Das hier zum Beispiel werden wir ebenfalls in die Küche rüberschleifen. Kühlschrank kommt in die Küche. Das heißt, wir brauchen auch Strom und so weiter. Und die Küche mache ich jetzt nicht, weil ich jetzt gerade Bock habe. Oder keinen Bock habe auf die Otter, sondern wir brauchen die Küche. Hä, wieso schnappt denn der nicht mehr? Warum schnäppchen du nicht, Dickerle? Du bist doch normalerweise ein Schnapper. Ich war nie ein Schnapper. Schnappt der nur von da? Ist bestimmt das hier kein S-Plus-Schrank, oder? Ja, habe ich mal gedacht. Dann wissen die gar nicht voneinander, dass die existieren. Jo, ansonsten, ich glaube, wir sind uns einig, dass die Staffel jetzt länger geht als die letzten Arc-Staffeln, die wir gemacht haben. Von daher einfach Speed raus, Leute. Es ist sowieso immer so ein ganz kleines bisschen auch ein Liebhaberprojekt, finde ich, wenn wir Arc spielen. Und ich weiß, dass eben auch ganz viele... Er tut so, als ob er snappt, aber weißt du, was ich dir jetzt sag? Ist schon ausgesnappt. Es geht ja nur um den Ankommen-Effekt. Jo, komm, lass ihn so. Also... Taucherausrüstung brauchen wir dann für die Otter, mache ich schon mal rüber. Netzwerfer brauchen wir für die Tylers. Ich würde gleich schon mal vier Netze nachbauen. Genau, also wir nehmen einfach Speed raus. Weißt du? Das Schlimme ist manchmal, ich nehme ja immer in Sessions auf. Das wissen viele gar nicht, dass ich nicht immer die Folge aufnehme und dann direkt hochlade. Manche antworten auch nach einem Jahr noch drauf, geht doch nochmal zurück. Ich mache immer Sessions. Das heißt, wenn ich heute sage, wir machen morgen die Otter, kann schon sein, dass wir sie übermorgen erst machen. Weißt du? Kommt immer drauf an, wie wir rauslaufen.
will mich aber auch nicht jetzt unbedingt rechtfertigen, aber als Info für euch, warum das manchmal einfach nicht aufgeht. Die Info habt ihr dann schon verdient, oder? So, pass auf, jetzt machen wir das hier so. Das brauche ich jetzt auch erst morgen dann für die Tüllers. Das ist Tüller-Ersatzmaterial. Die Dinger, die können irgendwo anders hin. Das werden wir dann auch erst morgen brauchen. Und den eventuell auch erst morgen. So, Kühlschrank ausräumen, umräumen mache ich dann mit einem Schnitt, dass wir da nicht ewig heute uns aufhalten. Die Netzprojektile sind durch. Passt. Also, Leute, jetzt gehen wir kurz los. Pass mal auf. Den habe ich ja nicht umsonst hier hingestellt. Ich will mal gucken, ob wir diesen Werkstatt... Habe ich den eigentlich auch Werkstatt genannt? Den habe ich mittlerweile Werkstatt genannt. Mit ihm holen wir jetzt Metall, aber nicht im Metallspot, weil der war ja leer, sondern am Ölspot. Da könnte man übrigens auch noch eine Ölpumpe aufsetzen irgendwann, aber im Moment habe ich keinen Ölmangel, von daher... Da gehe ich dann wieder ran, wenn ich merke, es könnte ein bisschen mehr sein. So, Stingerle, jetzt will ich mal... Ah, du, die Belzebufos, die habe ich jetzt aus Versehen mit drüber geportet. Das wollte ich eigentlich nicht. Jungs, da muss ich euch woanders hinstellen, ne? So. Das machen wir. Wir holen uns Tüllers. Dann können wir nämlich mit denen auch klettern. Und die haben ja auch Laune gemacht, wie Sau. Ich erinnere mich nämlich ganz gut. Und dann gucken wir mal, dass wir uns zwei starke Tüller-Babys irgendwie herzaubern. Und dann können wir die Höhlen machen. Wir müssen sie machen, ne? Wir haben ja später am Ende, wenn unser Ziel der Endboss ist, brauchen wir Alpha-Steine, die man beim Alpha bekommt. Wir müssen die Artefakte aus allen Höhlen rausholen. Und wir brauchen vor allem gute Sättel noch. Da müssen wir sowieso hier und da öfters mal jetzt wieder eine Tour machen. Und die Loot-Trades holen, ne? Tja, Angele, hätte ich mal deinen Kumpel mitgenommen, ne? Wie viel Metall hast du denn jetzt? Wenn sie über 1000 sind, gehen wir schon direkt. Ja, komm, das reicht das mal. Dann können wir die Greenhouse-Elemente ankicken, die wir brauchen fürs Türmchen. Hier kommt denn da gleich nochmal Feuerstein mit. Ja, machen wir. So, und jetzt fliegen wir den anderen zum Kristallspot geschwind. Ich will jetzt nochmal kurz gucken, ob die Frösche nochmal heil ankommen. Und zwar heimer, die echte war es nicht, sondern wir gehen jetzt in die Werkstatt. Ich bin gespannt, wie der jetzt hier, ob der sich verkeilt, ne? Wenn nicht, müssen wir die Werkstatt nochmal anpassen. Ne, er verkeilt sich nicht, aber ich bin raus. Ich bin raus aus der Nummer. Ja doch, er hat sich verkeilt. Ne, er hat sich nicht. Nö, das funktioniert. Und die Frösche? Als ob sie nie weg gewesen wären, oder? Entschuldigung, ich bin immer noch angeschlagen ein bisschen. So. Gib mal dem Vater das Metall. Gib dem Vater das Metall besser nicht. Der ist nämlich einfach kein guter Träger. Ey, du hast ja schon wieder Punkte gekriegt, Digga. Machen wir dir zwei auf Gewicht und dann machen wir hier, dann kriegen wir auch mehr Material raus. Ich würde das hier und das hier kurz wegbringen. Schubdubidu. So ist halt schön, wenn du dann mittlerweile hier und da einfach mal solche kleinen Aktionen hast. Der ruckzuck 1000 Metall mal wieder zusammen. Irgendwann demnächst machen wir eine fette Metallrunde, weil wenn wir die oben die Schmelzen aufbauen, Stockwerk über uns, die großen, da können wir richtig Metall durchlaufen lassen. So, jo, das haust jetzt mal hier rein. Dann gehen wir einmal ganz kurz auf Metal. Ich würde sagen, nehmen wir hier 33 raus. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier 34 raus. Und hier nehmen wir den Rest raus. So, auf die Schmelzen ist es verteilt. Was wir jetzt noch brauchen, wir könnten mal wieder Schießpulver durchlaufen lassen. Da haben wir allerdings wahrscheinlich zu wenig Zündpulver. Lass mich mal kurz gucken. Können wir geschwind mal so 400 Zündpulver herstellen? Nee, Feuerstein fehlt. Ich lass mal ganz kurz durchrennen. Ist ja gleich passiert. Zündpulver fehlt. Ja, dann muss ich halt demnächst nochmal eine Feuersteinrunde machen. Ist aber auch kein Problem. Beziehungsweise, wenn wir Zeit haben, habt ihr Zeit mitgebracht? Habt ihr Zeit mitgebracht? Dann machen wir nämlich jetzt mal Folgendes. Wir holen uns kurz Hilfe vom Mac, weil da schlandert nämlich immer noch die ganzen Gartensachen, die brauchen wir nämlich gleich. Maggie, du bist sauber, oder? Ne, du hast die 10 Box, aber du hast 180, mit dem geht's. Dann fliege ich ihn kurz hier hin. Das schlandert wieder hoch, ein bisschen Ordnung muss sein. Tiere prägen sich drüben. Ich würde auch gerne, bevor wir dann morgen oder holen gehen, die... das neue Rex-Pärchen, das die zukünftigen Rexe für die Armee rausbrütet. Die würde ich dann schon mal gerne aktivieren oben, dass da die Eier sich einsammeln können. Ne? So, wir teleportieren uns an den alten Metallspot. Da dürfte jetzt kein Metall sein, aber noch ein Ankylosaurier. Und die Ding müssen wir auch holen, der Lemmy und der Björn. Ne? Die stehen auch noch im alten Steinbruch.
Die bringen wir vielleicht auf die Ölinsel. Ja, müssen wir mal gucken. Irgendwie so werden wir das anstellen. So, der Ankylosaurier ist hier. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir hier kein Metall mehr nachspawnen. Gut, da gibt es Schlimmeres. Noch weniger Schlimmes. Ich hole jetzt aber, bevor wir mit dem Kristalle holen, hier geschwind ein bisschen Feuerstein. Jo, dann haben wir wieder die Grundversorgung drin, ne? Sowas mache ich ja öfters auch zwischen den Folgen. Und manchmal reicht es einfach zeitlich nicht, dann nehmen wir es mit rein. Das gehört zum Spiel. Außerdem muss ich sagen, es entspannt auch tierisch. Ich mache das gern. Auch vor allem, wenn du dann weißt, hey, hier mal kurz rüber, das ist jetzt alles gefahrlos, da passiert nicht viel. Natürlich kann immer mal, ah, da oben ist noch ein bisschen Metall, das können wir auch noch mitnehmen. Bist du was zum Abbauen? Jo. Perfekt. Das nehmen wir jetzt noch mit. Ich weiß nicht, ob wir das Metall komplett kriegen. Ich glaube nicht, dass der so... Er macht aber seinen Job recht gut und er hat auch noch Platz in der Tasche. Anders wie wir. Wir sind immer gleich überladen. So, Leute. Ja, wie gesagt, das mit der Küche ist mir jetzt wichtig. A, weil wir die Heiltränke und Buff-Food herstellen müssen für die ganzen Aktionen, die noch kommen. Und B, weil mir einfach die ganze Zeit schon überlegt habe, wie machen wir es denn mit der Küche? Alles in die Werkstatt reinballern? Nee, wir haben drüben wunderschöne Türmchen an den Gärten. Dann können wir da ein bisschen effektiv dann auch kochen. So, ich glaube, das müsste erstmal reichen. Oben rum schön sauber gemacht. Lass mich mal kurz reingucken, die Galle. Ich mache die auch mal hier. Ja, der trägt ganz gut. Jetzt haben wir wieder die Feuerstein. Ein bisschen mehr Feuerstein war es noch, gell? Komm mal her. Ich fliege ihn mal noch kurz darüber. Oder oben hin, geschwind. Björn Lemmy, die müssen wir, aber den haben wir ja was zum Futtern reingemacht. Die haben mehr Steaks, als sie jemals im Leben essen können. Die werden wir dann die Tage holen, ne? So, mein Süßer. Und dann fahren wir gleich weiter Kristalle holen und dann haben wir eigentlich alles wieder am Start. Willst du mal hier kurz, willst du mal hier noch kurz sauber machen? Er will bestimmt. Schön. Und es ist auch super friedlich, wenn du tagsüber hier bei so einem schönen Wetter in so einer... auf so einer schönen Map rumsaust. Jawohl. Da ist sogar der Ankylosaurier gefühlt noch fleißiger, wie er eh schon immer ist. Jawohl, weiter geht's, Digga. Nie aufhalten lassen. Willst du mal gucken, was das für eine Eule da drüben ist? Ich fahre mal da mit der Box demnächst mal rüber, weil Eule brauchen wir ja auch noch. 45. Eine Eule würde ich eine große haben wollen dann gerne. Oder halt da auch am besten... was geprägt ist. Das heißt, wir müssten eigentlich auch ein Eulenbaby. Ein Eulenbaby habe ich, glaube ich, auch noch nicht wirklich gesehen. Und wenn, ist ewig her. Also, Otterrunde, wie gesagt, jetzt aufgestockt auf Otter-Tüller-Runde. Müssen mal gucken. Die hätte ich schon gern. Die zwei Otter und natürlich Tüller, das habe ich mich jetzt entschieden. Wobei ein Bär auch nicht schlecht wäre, weil da haben wir ein Sattelrezept mit. Ich glaube, ein 60er oder 65er Sattel hatten wir da, gell? Aber mit Hüllers wäre es halt schon cool zu spielen auch. So. Diggerle. Und zum Abschluss, weil du es bist und weil wir beide jetzt so fleißig waren, nehmen wir den auch mit da, oder? Na, sieht so aus, als ob er ihn erwischt. Und? Bämsle, sage ich da mal. Sehr geil. Also, dann gehen wir erstmal nicht in die Werkstatt, sondern heimer die echte. Jo, mal eine Farmründle drin, Leute. Wenn wir am Ende des Tages heute, da muss ich euch auch nochmal was fragen gleich dann. Komme ich aber dazu, wenn wir dort sind, an dem Punkt. So, pass mal auf. Du könntest mir noch einen Gefallen tun. Fliegst du den noch ein Stückchen näher ran, dann kannst du hoch zum Schland. Ja, fliege mal bis hier. Super. Ich finde das absolut spaßig mittlerweile. Ups. Manchmal klappt das auch. Bist du jetzt mittlerweile leer? Er ist leer. Dann gehen wir jetzt gleich noch Kristalle mit ihm holen. Und dann bin ich doch eigentlich soweit, oder? Dann hauen wir das mit der Küche hin. Er ist jetzt auch gerade Mittag. So macht's Spaß, Arg, wenn man dann seine Tiere auch zum Einsatz bringt und so, ne? Absolut cool. So, die kann ich doch bestimmt alle tragen, oder? Wie viel Gewicht habe ich denn jetzt noch frei? Müsste ich eigentlich noch, jetzt ist vorbei mit Laufen. Dann machst du die raus, dann läufst du mit denen rüber. Schubdubidu. Ich habe schon überlegt, ob ich mir einen Moschops hinstelle. Auf Speed. Das können wir eigentlich machen. Wir machen uns noch einen Moschops. Und den mache ich auf Speed und Gewicht für die Werkstatt. Weißt du? Dann kann ich vorne einladen und... Aber ja, komm, das machen wir noch geschwind. Jetzt muss ich die Sachen hier reinschmeißen.
Bum, bum, bum. Dann sind die erstmal aufgeräumt. Halt, Stein hatte ich auch noch. Dann gehen wir ganz kurz hier oben rein. Stein. Beziehungsweise, warte mal geschwind. Dann, ich will jetzt das mit dem Moshops, das ist jetzt wieder so super Geschichtle. Du, ich mache dann halt heute zur Not auch nochmal länger. Ich hätte ja gerne dann ein richtig, aber ich gucke da jetzt gar nicht so auf die Oberwerte. Ich baue mir den zusammen aus dem, was rauskommt. Ich hätte halt gern den hellblauen auch mal vermischt. Das heißt, du als Grundlage aller Dinge. Halt, ich muss gucken, ob die Paarung deaktiviert ist, ja. Und du warst auch Weible, gell? Paarung aktivieren, kurz draufküpft. Ist das dann jetzt schon ein Dreier, wenn der Alter nicht draufhüpft? Mädle, Mädle, Mädle. Okay, also, sie sind zwar zur Paarung bereit, aber es funktioniert halt nicht, ne? Ihr wisst warum. Muss ich nichts dazu sagen, oder? Du brauchst Männchen und Weibchen einfach für Babys. Zumindest in dieser, bei dieser Spezies. Es gibt Tiere, die vermehren sich auch selber. Ja, aber jetzt brauche ich einen männlichen... Der hier, komm, da, du bist auch Mädle. Die Schönen sind alles die Frauen. Oh, hier wächst ein Ei aus dem Buckel. Jetzt nimmer. Ich brauche ein Männle, ein stabiles... Haben wir kein Männle mehr? Wo ein bisschen buntes? Da unten. Wenn das ein Männle ist, nehme ich den einfach nur, weil er da unten im Wasser gerade chillt. Und das Gefühl hat, er kommt davon. Ne, ne, Digga. Oh ja, hier muss ich auch wieder ankickern. Bringt das eigentlich was, wenn ich Pupsi anmache? Kriegen die dann das, was ich will? Oh, da sind schon 15 Levelpunkte drauf. Yeah, Baby! Wo bist denn du? Du bist doch ein Männle, oder? Hundertprozentig. Ich hab was gedacht. Komm, auf. Ich brauche einen Speed-Gewicht-Moshops. Für die Werkstatt. Den nennen wir dann Meister Eder, wenn sie Männle wird. Und Ausdauer vielleicht ein bisschen. Dass ich mit dem da halt wirklich rumsause. Ja, das passt schon. Du und der Hellblaue, ne? Und dann bitte das Hellblau. Das könnte eventuell aber hässlich werden, je nachdem. Warte mal, wir werden sehen. Ja, das ist jetzt... Weißt du, was wir machen? Den schönsten nehmen wir. Paarung aktivieren. Paarung aktivieren. Zur Paarung bereit. Zur Paarung bereit. So, Digga, du kannst danach wieder ins Wasser. Du brauchst nie wieder Babys machen. Pöp, pöp, pöp. Ich pöppe alle pöp. Schabdabidubabdu. Ich bin der Mr. Pöpperle. Oh yeah. Okay. Läuft. Ich hatte was anderes geplant. Ich weiß schon. Ich weiß schon. Die Werkstatt. Oh Leute, die Zeit flitzt halt. Aber ich mache mir keinen Kopf. Dann verlängert sich die Stachel von mir aus jetzt jeden Tag. Ist mir wascht. Das ist doch mir wascht. Was? Bier wascht? Okay, guck mal. Schießpulver haben wir aber auch schon ordentlich jetzt hergestellt, geschwind. Das haben wir auch. Das ist sehr gut. Das brauchen wir nämlich später. Das ist Chemielabor. So, hier habe ich wieder nachgefasst. Um das geht's ja. Um das geht's ja, genau. Also, pass auf. Jetzt muss ich hoch. Jetzt überlege ich mir gerade, wo wir die Küche reinbauen, Leute. Entweder in den hinteren Turm oder in den vorderen. Was machst denn du? So. Schland war es, gell? Der Schland ist unser Gärtner momentan. Ha, ich würde sagen, es ist egal. Wir bauen die Küche hier hin. Hier machen wir die Küche hin, ne? So. Und da muss dann der Topf hin. Jetzt ist die Frage, kriegen wir das mit den Inlays hin? Muss ich gleich mal gucken, ob wir da noch welche haben. Die Pipes, weißt du? Paarung. Paarung. Er ist ein sehr effektiver Moshops, gell? Ich warte jetzt kurz, sonst habe ich nachher 1000 Moshops. Ich will eigentlich nur einen schönen für die Werkstatt. Guck mal, wie er durchtickert. Und hey, er ist fair. Es gibt wohl keine Vorliebe. Das sind die drei schönsten Moshops, die ich jemals hatte. Rosa, hellblau und weiß. Und irgendwie wäre es cool, wenn wir einen weißen kriegen mit einem orangenen Buckel. Aber ich mache jetzt nur ihn deaktivieren. Dann dürfte es hier vorbei sein, ne? Gut. Wo ist dein Ei? Achso, ja, das Dodo-Nest müsste doch jetzt normalerweise. Können wir gleich mal gucken, ob es funktioniert. Äh,
Was ich gar nicht verstehe, der steht schon seit zwei, ich glaube, der hängt fest. Das sieht so aus, als ob der da ganz gemütlich sitzt. Der hängt aber, glaube ich, fest. Du glitschst hier drin rum, gell? Digga. Ja, guck mal, ich komme gar nicht drauf auf den. Glitsch ich mal raus, bitte. Perfekt. Ich habe ihn jetzt eigentlich nur gerettet. Weißt du was? Du wirst der Übergangsmoschops. Du bist. Nee, du bist die Rampensau. Du stehst hier an der Rampe, Digga. Auch ein hübscher und vor allem sau hoch, gell? So, wir gucken mal kurz, ob das funktioniert hat, was die Dinger machen hier. Jo, drei Moschops-Eier werden jetzt auf 1% runter. Hier, guck mal, unser Rex hat noch einen Reifeprozess von 83, das heißt, und er ist bei 83, also die Nanny gleicht sich da wunderschön an. Und unser UT-Baby ist kein Baby mehr. Der ist jetzt mittlerweile bei 46 und hat einen Reifeprozess vor sich noch von... Sieht's jemand? Ja, passt. Die macht es schon. Also, dann haben wir das auf dem Weg, wie ich es wollte. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir es so, wie ich es gesagt habe. Ich hole kurz die Sachen. Und dann müssen wir Megatherien, müssen wir für die Brutmutter eine kleine Armee, haben wir gesagt, gell? Weil die gehen ja ab wie Sau. Also, pass auf. Jetzt gehen wir mal rein küchentechnisch vor. Ist hier irgendwas drin, was raus kann? Nee. Umbenennen, nein, aufheben. Den nehmen wir mit, ist ein Küchenelement für mich, ganz klar. Küchenelement. Nehmen wir mit rüber. Weiß nicht, ob wir es nochmal brauchen, aber... Ey, es gab doch auch den Elektrogrill, oder? Oh, der wäre natürlich cool. Kühlschrank kann ich jetzt noch nicht so leicht abbauen, weil der noch recht voll ist. Den Dings würde ich auch als Küchenelement bezeichnen hier. Küchenelement. Das Chemielabor ist bei mir so grenzwertig. Habe ich kurz überlegt, weil wir ja da auch Narkotiks herstellen, die wir wiederum fürs Essen brauchen. Möglicherweise setzen wir das später mit rüber. Jetzt will ich aber mal nach dem Grill gucken kurz. Ein richtiger Alderle braucht doch einen Grill. Industrial Forge, Grill. Aber ich glaube nicht, dass wir die Mats für den Grill haben. Guck mal, wie die Werkstatt nämlich gleich luftiger wird dadurch. Wenn wir das noch schön verteilen, ist das eine coole Geschichte. Wir gucken, was uns fehlt, ja. Kristalle, Leute, wir bauen uns den Grill heute noch. Komm, das wollten wir eh machen mit den Kristallen. Auf geht's. Und nochmal eine Minute länger. Bist du leer? Du bist leer. Dann du rüber. Ich nehme nochmal da kurz der Maggie mit. Das Land ist eh drüben jetzt beschäftigt. Und die Dings wollte ich machen. Die Pipes. Wenn wir die nicht sogar noch hier drin rumliegen haben. Ich guck mal ganz kurz rein mit euch. Piepe. Pipe. Triangel. Das heißt, die brauchen wir auf jeden Fall schon mal. Das sind 7 Stück. Und wir brauchen die Pipe. Wallpipes brauchen wir nicht, ne? Wir brauchen Square Foundation. Da mache ich auch nochmal 7 Stück kurz. Das sollte dann normalerweise funktionieren. Und dann einmal kurz Kristalle geholt. Dann haben wir den Grill gleich noch fertig. Dann kann ich die Lagerfeuer irgendwie andersweitig einsetzen. Ein bisschen stumpe ich hier immer runter. So. Schubdubidu, schubdubidu. Jawohl, ja, das hieß er halt. Der Agile Mac, der weiß ganz genau, um was geht. Einsammeln, rüberfliegen, absetzen. Dann gechillt hinten einen Wurm zusammenbeißen, bis das Gefieder rausputzen und weiter geht's. Ach, hier wäre auch Opsi gewesen. Bin ich letztens in den Schnee reingeflogen für Opsi Mopsi. So, Agile, pass auf, setzt du dich da? Ich radder kurz mit ihm durch. So, mein Diggerle. Und auf. Jawohl. Crystal Mistel. Und ein paar Falkenfedern. Immer gute Geschichte. Immer gute Geschichte. Die sind so doof, die fliegen dir da voll rein, ne? Ja, selber Duld. Wie, wir sind schon fertig? Kristall wiegt halt auch gut was, ne? Wollen wir es Opsi da lassen? Wenn der Agile den getragen kriegt, könnte man kurz rüberfliegen. Das reicht ja schon mal für das, was ich machen will. Agas, wie sieht's aus? Schade. Liegt aber nicht an dir, Großer. Du hast ja auch schon... Es würde reichen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, das dauert man dann doch ein Stückle zu lang. Ich lass mal das Opsi hier. Oder? Warte mal, schön, warte mal, schön. 82, nehmen wir das in den Stein hier. Stein müsste ja gleich fahren. Jetzt schaffst du es aber, ohne dass wir noch 2 Folgen dranhängen müssen, oder? Wenn nicht, hätte ich ihn ausräumen sollen. War ja mein Problem. Ja, das langt. Tja, Leute, siehst du, das meine ich halt.
Klar hätte ich das jetzt offscreen machen können, aber ich persönlich brauche ja diese entspannten Runden genauso mit euch. Und ich weiß, dass da draußen welche sind, muss sagen, alles ist gut, gehen wir morgen oder 10. So war es ja zu Ragnarok-Zeiten auch, das war hier und da gependelt und so. Und das möchte ich einfach, habe ich ja gesagt, so ein bisschen das alte Feeling wieder. Und das wollte ich bei Crystal Island schon, wer dabei war. Und da hat es nicht ganz geklappt, weil ich mich selber so unter Druck gesetzt habe. Und das möchte ich einfach nicht mehr. Und jetzt im Moment habe ich ein super Gefühl mit jeder Folge. Und das ist echt das, was ich machen möchte. So, Kristalle haben wir. Dann gönnen wir uns jetzt mal einen Grill, oder? Gönnen wir uns einen Grill? Komm, wir gönnen uns einen Grill. Hat doch der Alterle verdient, nach all den Jahren, die er uns jetzt hier schon begleitet. Einen Grill. Nein, einer. So. Also, wir haben dann auf jeden Fall die Küche mit Grill. Wasserversorgung sollte eigentlich auch kein Problem sein. Kühlschrank werden wir rüberbringen, sobald ich drüben dann nochmal Strom habe. Soll ich noch einen Generator bauen? Ja, komm, wir bauen einen Generator, der dann die beiden Türmchen da versorgt. Das machen wir schon. Das machen wir jetzt schon. So. Bämsle, Bämsle, Katzämsle. Dann hatten wir vorbereitet Pipes. Pipes. Einmal Piping for Plumbing, Schalali und Schalalümchen. Ne, nimm die ruhig mit. Nimm die mit. Dann brauche ich, glaube ich, noch die und die Hälfte hiervon. Wenn die noch laufen kann, wäre es jetzt eine super Geschichte. Komm, wir wandern mal rüber einfach. Wir gucken uns das jetzt mal schön an. Also der Agi sollte ich schon mitnehmen. Oder würdet ihr das Chemielabor, wie benutzen ihr das Chemielabor? Weil ich weiß halt, ich mache hier ja auch Schießpulver und Zement. Ne, eigentlich mache ich nur die Narcotics, die relevant werden für die Küche. Mache ich mal vielleicht einen kleinen Mörser rüber oder so. Aber im Prinzip, die kann man ja rüberziehen, die Mats, wenn es dann drauf angeht, ne? Die euch lieb? Das freut mich. So, kann ich eigentlich davon ausgehen, dass das Dodo-Nest Eier einsammelt bis dahin, wo die Eier pulsieren? Übrigens musste ich da so lachen. Warte mal, geschwind. Da habe ich, warte mal, ich mache den mal ganz kurz. Mach mal das hier rüber. Das, 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 das und das. Ne, guck mal, hier sind sie nämlich nicht, die pulsierenden Eier, aber bis zu diesen beiden hier. Und da habe ich ja letztens in der Folge, habe ich gesagt, ihr seht jetzt hier solche Eier pulsieren und es hat sich vom Bild her, das Symbol ist genau da, wo es sein muss, oder? Ja, Entschuldigung, muss jetzt sein, muss ich nochmal zeigen. Wir gehen morgen auf jeden Fall los, ja? Wir werden aber das mit den Heiltränken halt jetzt wahrscheinlich heute nicht schaffen. Vielleicht mache ich das dann so, dass wir die morgen noch kurz reinbauen. Jetzt habe ich beide Agis hier drüben. Also, wir nehmen den Turm. Wir holen dann hier unten Wasser. Das heißt, ich baue mir hier das Square hin. Da kommt das Square hin. Ich mache es hier und hier auch hin, weil ich jetzt eh schon mehr gebaut habe. Und dann mache ich die Triangle, wie ich sie immer nenne. Hier mache ich Triangle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hast du den Ansaugstutzen? Einen Ansaugstutzen haben wir. Die S-Plus-Version nehme ich raus. Dann haben wir... Das sind die Geraden. Wo sind die Geraden? Die brauche ich jetzt. Das sind die hier, gell? Ah, guck mal, da habe ich keine S-Plus. Aber hier habe ich S-Plus. Ich könnte es aber umwandeln. Wir machen den Umwandler in die Werkstatt. Jetzt haben wir wieder Platz. Gerade, gerade, gerade rüber. Sind das die Schrägen? Ich glaube, das sind die Schrägen. Davon habe ich allerdings jetzt nicht so viel. Gucken wir mal. Okay, mein Freund. Dankeschön. Jetzt haben wir hier das Wasser angeschlossen und hier haben wir das Wasser angeschlossen. Müsste doch jetzt normalerweise möglich sein, dass ich einfach sage, okay, ich baue das hier hin, gehe jetzt auf die Schräge. Mal gucken, ob ich da von da hinkomme. Aber unten könnte ich auch schon die Mats ziehen. Wäre ja eine super einfache Installation jetzt, wenn das klappt, ne? Das waren die Stonepipes und das waren die hier. Ich mache mal 4 Stück. Hm? Warum sehe ich sie nirgends? Zeigt er die dann immer an? War das anders? So, und jetzt hier einfach den Stutzen hin, gell? Hä?
Ne, ich glaube, ich muss noch eine Schräge rannehmen. Und da jetzt den Stutzen dran kriegen, da hätte ich normalerweise Wasser. Den habe ich jetzt auf gut Glück hingesetzt, aber ich glaube auch, dass sie Wasser führen, gell? Oh! Gut, dass es so geht, wusste ich nicht. Jetzt pass auf, ich mache jetzt hier alle Connecteden weg. Man sieht die Pipes nicht mehr. Und wir müssen jetzt oben normalerweise auf den Foundies Wasser angezeigt bekommen. Jo, hat geklappt. So, meine Freunde, jetzt war ich einmal ganz kurz hier runter. Die habe ich ja abgeschalten wieder, die zwei. Na ja, gut. Oder dann kriegen wir das vielleicht doch hin. Da kommt jetzt auch gleich, was ihr euch noch fragen wollt. Bin aber fast sicher, dass ich das noch richtig weiß. Das hat man mir nämlich schon mal erklärt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hier komme ich gar noch so durch. Im Moment habe ich keine Gewalt über meine Eier. Also, über die Eier, die eingesammelt werden. Entschuldigung. Ja, aber das ist nur, weil ich das war. Früher habe ich das nicht gehabt. Früher habe ich das nicht gehabt. So. Ich setze das einfach mal hier hin. Jetzt müsste der normalerweise eingeschaltet Wasser haben. Null. Kann aber sein, das dauert noch kurz. Ne, weil er sitzt auf einem Wasser. Ja, 775 Wasser. Kollege zieht Wasser. Das heißt, wir haben jetzt für die Heiltränke bereits Wasser. Jetzt fehlen uns noch Narkosemittel. Ich ziehe mal 200 Narkosemittel kurz rüber. Wir haben so viele Moshops, die sind gleich nachgefahren. Narkosemittel. 200. Warum hat denn der? Ach, das waren Bärchen. Ich wollte gerade sagen, wieso reicht denn das jetzt nicht darüber? Das hieß anders. Narkosemittel. Hier sind wir daheim. Dann ziehe ich mal 300 Narkosemittel. Pull. Dann nehme die mit. So, jetzt haben wir über... Tindo, weiß nicht wie viele. 20 Stück für einen Heiltrank, 200 für 10. Da bräuchte ich 2000 Tindo-Bären. Dass ich mal einen Vorrat anlegen kann. Mal gucken, wie viel wir haben. Jo. Seltene Blume hat alleine gespeichert. Die hat bestimmt schon vorgedacht. So, jetzt pass auf. Das Ding ist eingeschalten. Er produziert. Aber er produziert jetzt auch parallel Farbe Rote, ne? Nee, weil keine Holzkohle drin ist. Der hat mir immer automatisch Farbe nämlich auch gemacht. Und da dachte ich, wie ist denn das, wenn ich das nicht will, dass er automatisch produziert, schalte ich einfach hier aus. Und dann hatte ich früher immer das Gefühl, dass er bei mir nicht weitermacht hier. Entschuldigung. Ach so, da steht es ja dabei. Automatisches Craften all außer Farbe. Das heißt, jetzt macht er alles automatisch außer Farbe, dann kommt sie es nicht mehr in die Quere. Guck mal, wir sind bereit für morgen. Wir haben unser erstes Gebräu. Und jetzt lass uns gleich mal eine Stufe weitergehen. Diese einfache Suppe erfrischt deinen Körper wie eine Oase. Falsch. Training für deinen Körper, Mahlzeit, nachdem es gegessen, einen höheren Nahkampfschaden. Du erhältst eine erhöhte Fertigungs... Nee. Wärme. Das hier brauchen wir. Freier Carry, ne? Das heißt, wir müssen Karotten, Mais anpflanzen. Wasser, Narkosemittel haben wir kein Problem im Moment. Azulbeeren. Und das nehmen wir mit, wenn wir Jotunheim gehen. Ey Leute, guck mal. Das produziert sich schon. Freue ich mich. So, jetzt noch mal ganz kurz für mich. Das war mir jetzt einfach wichtig. Ich will da nicht jedes Mal, weißt du, so Risiko-Fisiko mache ich gern. Aber es gibt auch Phasen, wo ich sage, nee, lass uns das jetzt einfach mal ordentlich machen. Ja, dann mach doch den Grill. Mach den mal hier hin, einfach mal gucken, wie es aussieht. Wieso sind die eigentlich alle schon automatisch betriebsbereit, die Sachen? Brauche ich für die keinen Strom oder ziehen die sich jetzt irgendwo anders Strom her? Also hier weiß ich noch nicht genau, wie wir es einrichten. Ich merke nur gerade, dass mir das hier nicht gefällt. Ja, also... Ich bin gerade am Überlegen. Ich komme da hinten hoch. Das wäre mir praktisch mein Küchenzugang. Das mit dem Töpfle hier gefällt mir. Da werden wir den Kühlschrank noch da hinten hinbringen. Ich setze ihn mal dahin. Und zwar auf die Gerade. Setz ihn mal hier hin. Wichtig ist, dass du später noch hinten rumkommst.
Und im Moment sieht es auch so aus, als wäre der falsch rum. Ich glaube, so rum ist schöner. Also nochmal. Ich meine, so die Hälfte. Ein bisschen rüber. Ja, jetzt ist das Bollige hinten und das Schöne hier. Okay, das passt. Ich ziehe mal rohes Fleisch, aber nicht allzu viel. Machen wir mal 333 Stück hier rüber. Jo, läuft. Also, wir produzieren unser Fleisch, das wir immer essen. Und wir produzieren Heiltränke. 75 Stück. Super Geschichte. Das einzige Problem, was wir jetzt haben... ja, die Folge ist jetzt halt hinten, aber dann gehen wir morgen direkt los. Wir haben ja schon fast alles vorbereitet. So, die Moschops-Eier, die lasse ich jetzt erstmal hier drin. Die müssen jetzt nicht zwingend schnell durch. Die müssen nicht zwingend schnell durch, das passt soweit. Er möchte spazieren gehen, könnte ich jetzt machen, aber er ist bei 51%. Oh, der Reifeprozess. Jetzt lasse ich es drauf ankommen. Der Reifeprozess von unserem... Ach, das ist vom Rex. Ich wollte gerade sagen, das passt ja sonst nie. 7% braucht er noch und der Reifeprozess vom Rest 7%. Das stimmt. Und er hier, er ist bei wieder immer was da vorne dranhängen. Das ist hier ganz schwierig. Ja, noch 49% und er hat... Ja, das läuft. Die Nanny macht das. Brauchen wir uns nicht kümmern. Habe ich hier noch ein Ei drin? Nee, ist nichts mehr. So, meine Lieben, dann bedanke ich mich an der Stelle ganz, ganz herzlich für die Aufbaurunde. Wir sind jetzt eine ganze Ecke deswegen weitergekommen, weil wir jetzt Dinge hier am Start haben, die wir eh gebraucht hätten und die uns dann später das Leben leichter machen. So, ich würde noch hier gerne... da habe ich mich jetzt schon entschieden dafür, dass ich das... das wäre zu hoch mit 3, gell? Wir machen hier mit 1er. Ne, das passt schon mit 3. Das würde ich mit 3 machen und dann die Gewächshauselemente da reinsetzen. Ich glaube, dass das schon ziemlich gut kommt. Das einzige Problem ist, wenn ich es so auf 3 mache, wird es zu viel, oder? Ja, so wird es zu viel. Die kleine Moschops-Gang hier. So, und das wollte ich mir eigentlich heute noch mit euch angucken. Das machen wir jetzt auch noch. Im Moment mache ich sie nur dahin, wo es vom Spiel schon vorgegeben ist. Ansonsten müsste man hier auch nochmal eine Foundation dazusetzen. Lass uns mal kurz gucken. Ich meine, wenn das stimmt, was ich jetzt erzählt habe, habe ich es vorbereitet. Das heißt, wir brauchen noch 2 Einser. 6. 6 Einser. 7 Einser. Abschluss, komm. Und dann machen wir morgens auf den Weg. Tüllers, 2 Stück bräuchte man im Idealfall. Und die 2 Otter. Da sind wir halt vielleicht, weißt du, bis wir das zusammen haben, wenn wir wahrscheinlich dann erst übermorgen zurückkommen. Aber das ist doch egal, oder? So, Greenhouse, die nehme ich schon mal mit. Nee, weißt du warum? Ich habe die, glaube ich, nicht vorbereiten können, weil ich keine Mats mehr hatte. Dann nehmen wir uns kurz vom Hauptturm welche weg, nur um es anzugucken. Das machen wir jetzt eben. Machen wir jetzt eben. Oder habe ich die hier gebaut? Nee. Oder habe ich sie da gebaut? Nee, aber da sind auch nochmal Türen drin. Türen habe ich jetzt mehr als genug. Hey, wir nehmen uns einfach kurz. Ich will nur gucken, wie es aussieht vom Design. Und angepflanzt haben wir heute auch nichts. Das wollte ich nämlich auch noch machen. Können wir dann, wenn wir zurück sind. Dann können nämlich in der Zeit können wir uns ein Tüller-Baby prägen. Dann haben wir einen starken Tüller für die Höhlen. Ja, das wird doch... So, gib mir die mal her. Ich will sehen, wie die zwischen dem Stein aussehen. Perfekt. Und da haben wir auch nochmal einen Thementurm dann, ne? So, also hier muss auf jeden Fall eine Tür rein. Und da überlege ich jetzt auch schon, ob mal hier die Küche... Aber dann wird es jetzt zu mini, gell? Wenn ich es hier mache, könnte ich natürlich noch 1, 2 Beete dazu nehmen. Wenn ich es hier mache... Nee, dann wird er zu mini. Wir gucken uns das mal kurz an, wie das aussieht. Die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Ne?
Ja, ich finde es okay. Ich mag die Mischung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wie gesagt, das kann man dann noch höher ziehen, wenn wir wollen. Dann sieht es nachher alles ziemlich gleich aus. Also zumindest einheitlich, ne? Steinholz, Steinholz. Hier haben wir auch Steinholz, dann gemischt mit Greenhouse. Das ist super. Also, meine Lieben, Kühlschrank muss ich natürlich noch rüberziehen. Jetzt haben wir Heiltränke im Vorlauf ohne Ende. Und hier, die Fleisch sind auch schon durch. Sehr, sehr cool. So, warte mal geschwind. Ich sag dir, Silvester, ich krieg die Folgen auch nicht mehr kürzer jetzt gerade. Und es ist ja nicht so, dass wir rumstehen würden, ne? Im Gegenteil. Weil die können wir dann hier als Themenausläufer zum Beispiel den hier hin machen. Hier dann den Kühlschrank rein, weißt du? Finde ich okay. Muss ich noch mittig setzen, ich hab's gerade gesehen. Wir brauchen wahrscheinlich hier keinen Generator, ne? Wie es aussieht. Falls wir einen brauchen, hier wäre. So, Leute, morgen geht's weiter. Ausflug, 10 Runde, die Locations kennen wir, Redwood und Asgard. Freue ich mich drauf. Bis dann.